Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum Einrichten eures Webservers, den ihr hoffentlich bei HK Hosting gemietet habt. Ja, wie immer Link in der Beschreibung, es wäre super, wenn ihr über diesen Link bestellen würdet. Und ja, was wir heute machen wollen, ist was ganz Großes. Und zwar wollen wir anfangen, unsere eigene Website zu hosten. Es gibt verschiedene Arten von Servern. Es gibt natürlich auch so Sachen wie Game-Server oder irgendwelche Berechnungsserver. Also das heißt, ich lagere irgendwelche Arbeiten auf irgendeinen Server aus. Aber die allermeisten Server, glaube ich zumindest, sind dazu da, um eine Website zu hosten. Das heißt, sie stellen der Öffentlichkeit sowas zur Verfügung wie zum Beispiel Nginx.com. Man spricht Nginx.com oder Nginx generell aus, das Programm. Und ich sage ganz gerne mal Nginx, weil ich einfach nur ein totaler Dödel bin manchmal. Aber egal, ihr wisst ja jetzt, wie man es richtig ausspricht. Es tut mir leid, falls ich es mal falsch ausspreche. Genau, aber wir sehen hier eine Webseite und mit der können wir diverse Sachen machen hier. Und das ist wahrscheinlich das, was so ziemlich das Wichtigste ist, quasi einem HTTP-Server. Also man kann eine Website damit angucken. So, das wollen wir also bewerkstelligen. Dazu brauchen wir erstmal zwei Sachen. Und zwar, wir brauchen irgendeine Software, die uns auf unserem Server diese Website hostet. Warum dann Server? Warum mache ich das nicht bei mir lokal? Das heißt, warum hoste ich nicht auf meinem privaten PC? Naja, wenn ich meinen PC runterfahre und der Server oder der Website-Server offline geht, dann kann niemand mehr meine Website besuchen, weil das Gerät ist ja nicht mehr da. Das heißt, wenn irgendjemand versucht, auf meinen PC dann zuzugreifen, während ich im Bett bin und schlafe, dann, ja, haben alle ein Problem. Und deswegen nimmt man sich ganz gerne einen Server, zum Beispiel einen gemieteten Server, der dann eh 24/7 läuft und keine Ausfälle hat hoffentlich. Genau, und dann kann jeder jederzeit diese Website angucken, auch wenn er ganz komische Schlafzeiten hat, wie zum Beispiel 3 Uhr nachts ist er am Surfen und um 3 Uhr mittags am Schlafen, weiß was ich. Interessiert den Webserver eigentlich absolut gar nicht, egal, der freut sich eigentlich sogar ein bisschen drüber, weil er dann ja relativ wenig Last hat und deswegen ein Webserver. So, jetzt kurz zu den Komponenten einer Website. Wir sehen hier einen Teil und dieser Teil wurde wahrscheinlich mit JavaScript geschrieben, mit HTML und mit CSS. All diese Dinge könnt ihr bei mir auf dem Kanal noch lernen, schaut einfach entweder oben in die Infokarten oder schaut bei mir auf dem Kanal nach, da gibt es einen kompletten Bereich Webdevelopment und diese ganzen Komponenten, die müsst ihr irgendwie zusammenbauen, daraus bastelt ihr euch sozusagen eine Webseite und wir gehen jetzt an, wie man diese Webseite auch wirklich hostet, das heißt ein Programm, die diese Webseite so zur Verfügung stellt, dass sie von eurem Browser auch wirklich angeguckt werden kann, ohne dass irgendwelche großen Sicherheitslücken existieren. So, nochmal zu den Komponenten einer Website. Wir sehen hier dieses Frontend. Das heißt, wir können irgendwie JavaScript, HTML, CSS, wir können das alles einfach runterladen und dann können wir es bei uns angucken, auch im Notfall eigentlich offline. Das Problem ist, wenn ich auf irgendwelche Datenbanken zugreifen möchte, stellt euch einfach mal ein Rollenspiel, irgendein Browser-Game vor oder sowas. Und dort wollt ihr jetzt, keine Ahnung, irgendwelche Viecher kaputt machen. Dann gibt euch das Erfahrungspunkte und irgendwo muss eingetragen werden, was für Erfahrungspunkte ihr habt, denn wenn ihr diesen Browser schließt, dann sind die Erfahrungspunkte ja nicht weg, sondern sind immer noch da. Und das passiert im Backend, das heißt, das, was wir hier sehen, ist eigentlich nur das Frontend. Im Backend wird dann gespeichert, was der User gerade gemacht hat, falls es denn irgendwas zu speichern gibt, also zum Beispiel eben eure Erfahrungspunkte. Und dieses Backend werden wir nicht dieses Tutorial installieren, wir werden jetzt uns nur um dieses Frontend kümmern, sprich das Einzige, was ihr danach machen könnt, ist eine Website ohne Datenbank zu benutzen, also sowas wie eben zum Beispiel einfach eine HTML-CSS-Webseite, vielleicht noch ein bisschen JavaScript, das funktioniert auch noch super. Aber für PHP brauchen wir dann nächstes Video und ja, jetzt fangen wir endlich mal an, jetzt habe ich euch genug erklärt. Ich glaube, jetzt habt ihr so langsam verstanden, wo wir hin müssen. So, was ihr als erstes braucht, ist erstmal diesen SSH-Login. Das könnt ihr entweder über Putty machen, wenn ihr unter Windows seid, oder über SSH und dem Terminal, wenn ihr in Mac oder Linux seid. Und was ganz wichtig ist, hier sollte ein User-Account stehen, also der Name ist egal, aber da sollte nicht Root stehen. Root ist schlecht, dann habt ihr eine Sicherheitslücke eigentlich und ihr solltet eigentlich auch euch nicht mit einem Passwort einloggen müssen, sondern über einen Schlüssel, also über einen Key. Das habe ich euch alles schon gezeigt in dieser Playlist hier, da solltet ihr dann nochmal reingucken. So, was wir jetzt als erstes machen, ist eigentlich absolut kein Problem. Wir müssen erstmal natürlich apt-get Update habe ich schon ausgeführt, Update und Upgrade ausführen, beides muss durchgelaufen sein und danach könnt ihr einfach mal loslegen und zwar apt-get install nginx. So, und jetzt brauche ich hier mein Passwort und ich habe mich, glaube ich, vertippt. Ich habe mich vertippt, ja, zu fette Wurstfinger, sorry.
Aber jetzt hat es funktioniert. Okay, super. Einfach bestätigen, dass ihr das auch wirklich machen wollt. Das heißt, ihr wollt so ein Ding installieren. Und dann müsst ihr das Ganze, falls ihr eure Firewall, hoffentlich habt ihr sie benutzt, aber wenn ihr die Firewall noch nicht richtig eingerichtet habt, dann müsst ihr das spätestens jetzt machen, indem wir es erstmal fertig machen lassen. So, jetzt ist installiert und dann sagen wir hier sudo ufw, das ist die Firewall, die wir hier benutzt haben in den Videos. Falls ihr eine andere benutzt, dann ja, schaut da einfach mal nach. Und wir nehmen jetzt hier einfach mal nginx http. Achtung, wir benutzen hier diese kleinen, wunderbaren die Anführungsstriche, die einfachen Anführungsstriche, die findet ihr neben, links neben eurem Enter. Also sudo ufw allow, das erlaubt sozusagen in unserer Firewall den Zugriff, dass auch wirklich Nginx unsere Website hosten kann und Anfragen entgegennehmen kann. Das heißt, wenn jetzt jemand auf diese Website zugreift, dann sagt die Firewall nicht, hey, stopp, ich blockiere alles, sondern die Firewall sagt, ist okay, der kann durch und Nginx benutzt dann quasi die einkommende Anfrage und beantwortet die und schickt die Website eben hin. Okay, so, und Rule Edit, wunderbar. Ihr könnt generell eure Firewall-Regeln angucken, indem ihr sudo ufw status eingebt. Passwort müsst ihr übrigens nicht jedes Mal wieder angucken. Hier steht jetzt nginx http allow anywhere. Okay, wunderbar, ist natürlich auch der Sinn dahinter. So, und das war's tatsächlich eigentlich auch schon, was ihr hier für eure Website tun musstet. Jetzt könnt ihr auf eure Website schon zugreifen. Das Problem ist, es ist noch nicht ganz eure Webseite. Ihr müsst noch ein bisschen was machen, aber ihr könnt auf die Website drauf zugreifen, indem ihr einfach eure IP-Adresse hier oben in die Browser-Toolbar eingebt. Warum ich übrigens den Inkognito-Modus immer benutze, da kamen schon tatsächlich Fragen auf. Ich benutze Chrome eigentlich so nicht. Ich habe auch tatsächlich hier nur die Adblocker installiert, damit ich euch nicht irgendwelche Werbung während meinen Videos zeige. Ich benutze den tatsächlich nur für Tutorials. Privat habe ich einen anderen Browser und ich fände es auch übrigens cool, wenn ihr da keinen Adblocker hättet, denn ich finanziere mich dadurch. Aber andere natürlich auch. Und ja, was wir jetzt hier oben eingeben, ist im Prinzip einfach bloß die IP-Adresse von eurem Server. Die IP-Adresse habt ihr zum Beispiel, wenn ihr euch bei SSH einloggt, steht sie hier oben. Also 84.200.109.219 wäre es in meinem Fall in meinem Zwischenspeicher natürlich schon drin. Und hier steht schon alles, was ihr braucht. Welcome to Nginx. If you see this page, the Nginx Web Server is successfully installed and working. Das bedeutet so viel wie, alles hat funktioniert, ihr seid voll dabei. Und die Doku findet ihr auf nginx.org und der Commercial Support auf nginx.com. Wunderbar! Jetzt ist es natürlich nicht unbedingt die Webseite, die wir uns angucken wollen und deswegen wollen wir das eigentlich natürlich ändern. So, wo finde ich jetzt also diese Webseite bzw. wie kann ich die ersetzen? Und das ist eigentlich ganz einfach. Wir gehen einfach mal wieder in unser Terminal bzw. in unser SSH-Dingens-Dabumster. Und die Webseite befindet sich an folgender Position. Wir gehen erstmal wieder raus. Das heißt, wir sind aktuell im Pfad Home User und wir wollen zu folgendem Pfad. Und zwar User Share Nginx. So, und hier teilt sich das Ganze auf. In den allerneuesten Fällen, eigentlich in den allermeisten Fällen auch, ist es in HTML drin. In ein paar seltenen Fällen gibt es noch den Ordner www. Aber normalerweise solltet ihr einen Ordner mit HTML sehen. Und falls ihr keinen Ordner mit HTML seht, dann solltet ihr dringend updaten. Okay, wir gehen also in den Ordner HTML rein. Und jetzt schauen wir mal, was da so rumliegt. So, wir finden eine Datei 50x.html. Das brauchen uns eigentlich nicht wirklich zu interessieren. Was wichtig ist, ist diese index.html. Wenn ihr hier oben nichts angeben müsst, also keinen Pfad oder keinen Dateinamen oder sowas, dann ist es immer die index.html. php.html, was auch immer. Immer die Indexdatei wird euch angezeigt auf einer Webseite. Das heißt, wir sehen hier oben auch nur www.nginx.com. Wenn jetzt hier noch sowas steht wie slash meine Seite.html, dann ist es was anderes. Aber wenn da nichts steht, dann ist das eigentlich immer nur die index.html-Datei oder index.php. Das geht beides. So. Was jetzt also der Fall sein wird, ist, in dieser index.html wird genau das hier drin stehen. Und jetzt kommt es auf eure HTML-Kenntnisse an. Wir schauen uns das Ganze einfach mal an mit cut index.html. So, und wir sehen hier ein Doctype, hier oben HTML, HTML, head title, welcome to Nginx, Ausrufezeichen, stimmt.
Style ist ja auch gleich drin, das heißt, wir haben keine CSS, kein gar nichts. Head hört hier auf, Body fängt an, Welcome to Nginx und so weiter und so fort. Das heißt, wir sehen hier ganz genau, was alles dabei ist. Also genau diese Seite, die uns angezeigt wird als HTML. So, was ihr jetzt machen müsst, ist folgendes. Einfach den Inhalt in diesem Ordner ersetzen über SCP, also übers Kopieren zum Beispiel, von euren Dateien hier rein und dort eine Index.html und die ganzen Ordnerstrukturen, alles das, was ihr für eure Webseite benutzt habt, einfach hier rein kopieren und schon wird das quasi angezeigt hier. Ist natürlich immer noch nicht komplett zufriedenstellend, dann habt ihr zwar eure Webseite, die hier angezeigt wird, aber hier oben so eine komische Adresse muss natürlich auch nicht sein und all das werden wir in den kommenden Videos machen. Das war auf jeden Fall jetzt mal das Grundlagenvideo zu Nginx, damit wir alle auf einem Standpunkt sind. Und ja, wie gesagt, nächstes Mal geht's dann weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!